Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen bei unserer Veranstaltung Religionsfreiheit und Populismus, die Vereinnahmung eines Menschenrechts. Mein Name ist Katja Voges von Missio in Aachen und ich werde mit einem kleinen Impuls starten, bevor es dann in unsere spannende Runde hier geht und ich an meinen Kollegen von Justitia et Pax übergebe. Und dieser Impuls trägt hoffentlich dazu bei, dass dann hinterher die Diskussionen nochmal besser einzuordnen sind, besser verständlich sind. Missio und Justitia et Pax beschäftigen sich seit einer ganzen Weile schon mit dem Thema Religionsfreiheit und Populismus. Und dieses Engagement mündete in der Herausgabe eines gemeinsamen Sammelbandes Religious Freedom and Populism. Jetzt schaue ich mal, ob das hier klappt. Wunderbar, dass Sie dort sehen. Und in diesem Sammelband beschreiben wir die gängigsten Muster der Vereinnahmung und Instrumentalisierung von Religionsfreiheit. Autorinnen und Autoren analysieren verschiedene Länderkontexte und wir arbeiten Lösungsansätze und Handlungsoptionen heraus. Einführend ein paar Sätze zu den typischen Mustern, die einer Vereinnahmung und Umdeutung der Religionsfreiheit und im Übrigen auch anderer Menschenrechte zugrunde liegen. Es lassen sich 6 typische Muster identifizieren, die von populistischen Kräften besonders häufig genutzt werden. Das vereinnahmte Konzept ist die Religionsfreiheit. Allerdings werden auch andere Begriffe und Konzepte vereinnahmt und umgedeutet, wie etwa Christenverfolgung, Christianophobie oder Islamophobie. Ein erstes typisches Muster ist die selektive und klientelistische Auslegung von Religionsfreiheit. Die Religionsfreiheit wird für die eigene Religionsgruppe eingefordert, oft in einem Umfang, der das staatliche Neutralitätsgebot verletzen würde. Und in der Regel handelt es sich bei der eigenen Religionsgruppe um die jeweilige Mehrheitsreligion in vielen westlichen Ländern, zum Beispiel das Christentum. Während die eigene Religionsgruppe privilegiert wird, häufig im Sinne einer Art Leitkultur, werden gleichzeitig für andere religiöse und weltanschauliche Gruppen Einschränkungen verlangt. In den meisten westlichen Ländern fordern Rechtspopulisten entsprechende Einschränkungen, insbesondere für muslimische Minderheiten. Ein zweites gängiges Muster ist es, dass Punkte legitimer Kritik mit problematischen bis menschenverachtenden Narrativen und Ressentiments aus dem Spektrum rechter Ideologien vermengt werden. Legitim sind etwa Forderungen nach einem stärkeren Einsatz gegen Gewalt gegen Christinnen und Christen in bestimmten Regionen, nach effektiverem Schutz von innerer Sicherheit und vor Hasskriminalität und organisierter Kriminalität oder nach einer Begrenzung des Einflusses autoritärer Regierungen aus dem Ausland. Hochproblematisch wird es jedoch, wenn diese Forderungen in einen Zusammenhang mit rechtsideologischen und verschwörungstheoretischen Ideologien und Thesen gebracht werden, wie einer angeblichen Umvolkung, Islamisierung Europas, einer angeblichen Bedrohung des christlich-jüdischen Abendlandes, einer Kritik an einer Gender- und Regenbogenkultur oder angeblich übertriebener Political Correctness. Häufig werden dabei unverhältnismäßige Maßnahmen gefordert und Tatsachen verdreht. Und so werden zum Beispiel diskriminierende Maßnahmen wie Einreiseverbote gegen bestimmte Religionsgruppen gefordert. Ein drittes typisches Muster ist, dass sich rechtspopulistische und extremistische Kräfte häufig als einzig aufrichtige Verteidiger der Religionsfreiheit und verfolgter Angehöriger der eigenen Mehrheitsreligion präsentieren. Zugleich werfen sie ihren politischen Gegnern Untätigkeit vor, dem gegnerischen innenpolitischen Establishment, multinationalen Eliten und fremden religiösen Minderheiten wird vorgeworfen, die Werte der Mehrheitsreligion zu verraten oder zu bedrohen.
Dabei ist häufig ein viertes Muster zu beobachten. Rechtspopulistische Kräfte zeigen sich häufig äußerst dünnhäutig gegenüber Kritik. Kritik an den eigenen Argumentationsmustern wird als illegitim dargestellt. Häufig inszenieren sich rechtspopulistische und extremistische Kräfte als Opfer einer Verschwörung des sogenannten Mainstreams oder eben einer angeblich vorherrschenden Political Correctness. Besonders problematisch ist ein fünftes Muster. Die Religionsfreiheit wird als Vorwand missbraucht, um populistische und häufig auch menschenverachtende Politiken zu rechtfertigen. So versuchen entsprechende Akteure etwa über die Religionsfreiheit Kritik an verhältnismäßigen Einschränkungen zur Pandemiebekämpfung zu rechtfertigen. Oder es werden mit Verweis auf die Religionsfreiheit Maßnahmen gefordert, die etwa Frauen und Minderheiten diskriminieren. Ein weiteres häufig zu beobachtendes sechstes Muster ist es, dass die Religionsfreiheit aus dem Kontext der unteilbaren Menschenrechte herausgerissen wird und abstrakt gegen andere Menschenrechte ausgespielt wird. Auch hier ist die eben angesprochene populistische Instrumentalisierung der Religionsfreiheit während der Pandemie ein gutes Beispiel. Schließlich wird durch eine entsprechende Argumentation die Religionsfreiheit gegen das Menschenrecht auf Gesundheit ausgespielt, anstatt einen schonenden Ausgleich zu finden, der beiden Menschenrechten in ihrer Substanz gerecht wird. Besonders problematisch werden Versuche der Vereinnahmung und Umdeutung, wenn sie mit einer zweiten Tendenz zusammenkommen. Die Tendenz, dass sich in etlichen säkularer gewordenen Gesellschaften Teile des demokratischen Spektrums zunehmend aus dem offenen Engagement für die Religions- und Weltanschauungsfreiheit zurückziehen. Das ist nicht nur problematisch, weil die Religionsfreiheit wie andere Menschenrechte auch auf ein breites Engagement aller demokratischen Teile der Gesellschaft angewiesen ist, sondern auch deshalb, weil dieser Rückzug Raum für die vorhin beschriebenen populistischen Vereinnahmungen lässt. Die populistische Vereinnahmung wiederum birgt die zusätzliche Gefahr, Themen wie Religionsfreiheit oder den Einsatz für Christinnen und Christen in Not zu toxischen Themen werden zu lassen. Es besteht eine reale Gefahr, dass selbst Vertreterinnen und Vertreter des demokratischen Spektrums abgeschreckt werden, die sich zuvor offen für Religionsfreiheit engagiert haben. Schließlich möchte man auf keinen Fall mit den menschenverachtenden Narrativen der Rechtspopulisten und Extremisten in Verbindung gebracht werden. Dadurch ergibt sich der Teufelskreis, dass sich die zwei problematischen Entwicklungen gegenseitig verstärken, die populistische Vereinnahmung und Rückzugstendenzen in Teilen des demokratischen Spektrums. Und ein Kollateralschaden dieser Entwicklung ist nicht zuletzt, dass es dadurch erschwert wird, konstruktiv über mitunter real existierende Probleme zu reden. Neben diesen Rückzugstendenzen ist eine zweite Form der Reaktion auf die populistischen Vereinnahmungs- und Umdeutungsversuche zu beobachten. In vielen, gerade europäischen Ländern, sieht man, dass auch einige Kräfte aus der Mitte des demokratischen Spektrums klientelistisch-populistische Narrative gewissermaßen antizipieren und sich damit vom Populismus treiben lassen. Ein Beispiel ist etwa die pauschale Rede und Reaktionen auf den sogenannten politischen Islam in Österreich oder in Deutschland. Ein weiteres Beispiel kommt aus Dänemark. Dort hatte es 2021 den Vorstoß von Seiten der Regierung gegeben, ausländische Predigten zu verbieten oder im zweiten Schritt zumindest ihre Übersetzung ins Dänische verpflichtend zu machen. Ein Vorhaben, das mittlerweile vom Tisch ist. Diese Tendenzen tragen dazu bei, bereits bestehende Missverständnisse und Ressentiments zu verfestigen und zu verstärken. Wenn auch demokratische Kräfte auf entsprechende populistische Narrative zurückgreifen, dann birgt dies auch die Gefahr, dass entsprechende Denkmuster normalisiert werden und dass fälschlicherweise der Eindruck entstehen könnte, sie wären legitim. Und zusammen mit der populistischen Vereinnahmung und Umdeutung der Religionsfreiheit bereiten entsprechende Reflexe den Nährboden für Diskriminierung, Hassrede und andere Verletzungen und Bedrohungen der Religionsfreiheit. Soweit mein kleiner Impuls, konkreter
Und lebendiger wird es jetzt mit unserem Podium. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank dir, Katja. Ich denke, das war ein ganz gutes Briefing jetzt, das uns einen guten Überblick bietet, als auch für unsere Diskussion. Und jetzt versuchen wir auch das, was wir jetzt in der Theorie gehört haben, auch ein bisschen anschaulich mit Beispielen aus der Praxis zu füllen. Also wir haben ja gerade gehört, wie Religionsfreiheit zunehmend unter Druck gerät. Und es freut mich sehr, dass wir heute 4 sehr spannende Gäste gewinnen konnten, die davon berichten können und dies auch aus ihrer jeweilig eigenen Perspektive nun veranschaulichen können. Zunächst möchte ich Sie, liebes Publikum, dazu einladen, unsere Gäste kennenzulernen und ihre Erfahrungsperspektiven vor allem kennenzulernen. Im Anschluss wollen wir dann von der Problemanalyse auch noch in die Lösungsfindung kommen. Und da werden wir auch mit Ihrer Beteiligung dann der Frage nachgehen, wie populistischen Vereinnahmungen entgegengewirkt werden kann und dann auch eben die Religionsfreiheit dadurch gestärkt werden kann. Ja, vielen Dank. Zunächst möchte ich unseren ersten Gast begrüßen, hier rechts außen, wobei jetzt nicht im politischen Sinne zum Glück, das haben wir hier auf unserem Podium nicht vertreten, auch sehr bewusst, möchte ich begrüßen Frau Dr. Liane Bettnatz. Frau Bettnatz, Sie sind Juristin und Publizistin und Sie bezeichnen sich selbst als liberal-konservativ. Aus diesem Grund haben Sie sich auch lange in einem christlich-konservativen Umfeld bewegt. Und das ist ja durchaus eine Perspektive, die heute für unser Diskussionsthema sehr, sehr spannend ist. Wir haben ja gerade gehört von verschiedenen Mustern, von Vereinungs- und Umdeutungsversuchen der extremen Rechte, die sie gegenüber der Religionsfreiheit benutzt. Und da stellt sich ja dann die Frage, ja, wie anfällig sind denn die konservativen christlichen Milieus für diese populistische Argumentation? Und vielleicht auch sogar darüber hinaus, also gibt es da eine gewisse Immunität oder eine Brandmauer, wie lange behauptet geworden ist? Oder besteht da doch die Versuchung, Gedanken und Erzählungen der extremen Rechten zu übernehmen oder sogar zu verinnerlichen? Also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch Ihnen alle für das Kommen und das Interesse. Es gibt im Kern 3 Schnittstellenthemen. Das ist Abtreibung. Das ist die Gender-Debatte und das ist das, was die rechten Kreise als Islamisierung bezeichnen. Und da wird sehr viel Propaganda betrieben und das große Problem ist, dass in Teilen der eigentlich ja gemäßig Konservativen nicht klar ist, wo der Grenzverlauf ist. Und der Grenzverlauf ist eigentlich einfach zu erklären, es wird aber zu wenig gemacht. Also es ist für konservative Christen, für mich übrigens auch, ist Lebensschutz großes Thema. Der Eintritt letztlich auch oder Frauen zu ermutigen, dass sie nicht abtreiben. Aber. Ich illustriere das mal, ich will mich nicht zu lang fassen, aber weil man das da wirklich gut sehen kann, wie die Manipulation verläuft. Eigentlich als gläubiger Christ würde man sagen, jedes Kind oder ungeborene Kind ist ein Imago Dei, also sozusagen Ebenbild Gottes. Und egal, was es für eine Hautfarbe hat. Das ist die strenge christliche Sicht, so die extrem rechte Sicht ist im Endeffekt, Abtreibung ist nicht gut in Deutschland, sofern dass deutsche Kinder abgetrieben werden. Und bei der AfD mischt sich beides. Es gibt im Grundsatzprogramm der AfD aus 2016, deswegen fallen Sie nicht auf diese Theorie rein. Die AfD war ja eigentlich mal eine normal konservative Partei. Das war sie nie. Sie hat sich radikalisiert, aber sie hatte im Kern immer Elemente, die Sie in keinem CDU, CSU-Parteiprogramm finden würden. Da steht nämlich mehr Kinder statt Masseneinwanderung. Und dann steht dort, dass auch durch die Abtreibungszahlen würde der ethnisch-kulturelle Bevölkerungswandel würde sich verschärfen, weil Menschen mit Migrationshintergrund mehr Kinder bekommen als die Deutschen. So. Und frustrierte Konservative, die den Eindruck haben, nicht ganz so unrecht, dass die CDU sich zu wenig für das Thema Lebensschutz einsetzt, denken dann, ach guck mal, die AfD setzt sich aber doch für Abtreibung an, toll. Und merken nicht, wie das da aber schon längst so einen rassistischen Input im Grunde hat
Und das ist so, ich könnte es jetzt an den anderen beiden Themen auch noch zeigen, aber da sieht man so ein bisschen den Grenzverlauf und das ist vielen Menschen intellektuell zu wenig klar. Man kann für Lebensschutz sein, wir sind hier auf dem Katholikentag, ich bin das auch, aber nicht mit so einer Rhetorik. Danke. Ja, vielen Dank. Können Sie vielleicht noch ein bisschen näher ausführen, wie die extreme Rechte da vorgeht? Also was gibt es da bestimmte Strategien? Gibt es da Kanäle, die genutzt werden? Wie schaffen Sie das, dass das so weit in die Mitte der Gesellschaft reinsickert? Sie schaffen das dadurch, indem sie emotionalisieren. Das, dann sage ich jetzt doch was zu dem zweiten Thema. Ich hatte gerade das Podium davor, der Gender-Debatte. Gender-Gaga, Gender-Wahn, die böse Gender-Lobby. Ich gendere nicht, merken Sie vielleicht. Aber ich habe kein Problem mit Menschen, die das machen. Die Sprache entwickelt sich. Manche machen es so, manche machen es so. Eigentlich nicht wirklich ein Problem. Aber es wird von rechts aufgebaut, dass angeblich eine Gender-Lobby hier die Leute umerziehen will, so heißt das dann. Und Männer dürfen keine Männer mehr sein und Frauen dürfen keine Frauen mehr sein. Und das wird jetzt also, und das wird massiv getriggert, bis hin zur Lächerlichkeit von Leuten wie Maximilian Krah, strauchelnder AfD-Spitzenkandidat, der dann so lächerliche TikTok-Videos macht, so echte Männer sind rechts oder Feministinnen sind hässlich und grässlich. Also das klingt natürlich ein bisschen irre alles, ist es ja auch, aber das Problem ist, in dem Moment, in dem es aufgegriffen wird durch Konservative und dadurch normalisiert wird, und das passiert leider zu sehr auch in, wo ist es hier? Also es gibt ja nun genug CDU-Politiker, die auch irgendwie von Gender-Gaga reden und so. Also, und so sickert es ein. Also würde die demokratische, konservative Mitte nicht mitmachen, hätte das eigentlich keine große Chance, aber sie tut es partiell. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das kennen wir schon so aus unserem Alltag auch, diese Narrative. Das begegnet einem ja jetzt an sehr, sehr vielen Orten. Ja, jetzt habe ich das Vergnügen, als unseren zweiten Gast zu begrüßen. Unser zweiter Gast ist Professor Dr. Heiner Bielefeld. Heiner, du warst etliche Jahre in der ganzen Welt unterwegs, und zwar in der Rolle als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Religionsfreiheit. Vielleicht kannst du danach noch ein paar Worte dazu verlieren, was das genau ist. Und dabei hast du immer wieder beobachtet, dass versucht wird, sich die Religionsfreiheit zurechtzubiegen. Also sei es aus ideologischen oder auch aus machtpolitischen Gründen. Und dabei hast du beobachtet, dass Populisten und Extremisten besonders gerne auf kulturkämpferische Debatten und Identitätspolitik setzen. Und dabei profitieren sie auch, dass die Religionsfreiheit ein vielfach missverstandenes Menschenrecht ist. Ich glaube, du hast mal gesagt, die Religionsfreiheit ist vielleicht das am meisten missverstandene Menschenrecht überhaupt. Und ja, jetzt nur die Frage an sich, was sind denn so die typischen Missverständnisse, die es so um die Religionsfreiheit herum gibt? Und ja, wie nutzt auch die extreme Rechte eben diese Missverständnisse aus? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte mit einem Beispiel antworten. Lavrov, jetzt kann man nicht sagen Rechtspopulist, also der steht vielleicht noch ganz woanders. Lass mal das einfach mal. Aber ich erinnere mich an eine bizarre Performance des russischen Außenministers Lavrov in der UNO. Und zwar eingeladen von einer Gongo. Jetzt muss ich das vielleicht erklären. Ja, Gongo. Ich vermute, die meisten von Ihnen wissen, was eine NGO ist. Ja, Non-Governmental Organization. Eine Gongo ist eine Government-Organized Non-Governmental Organization. Das ist tatsächlich der UN-Jargon. Das also ist jetzt nicht irgendwie ein blöder Witz von mir, kleiner Karlauer. Also ist tatsächlich so. Ne? Also wir haben eine ganze Menge NGOs. Wir haben hunderte von NGOs, die registriert sind bei der UNO. Und darunter auch solche, die also ganz klar gesteuert werden von Aserbaidschan. Da ist ja hier der Herr Schwabe Spezialist für Aserbaidschan, ja. Und Russland. Meistens kann man die Gongos übrigens sehr schnell erkennen. Wenn die im Solde autoritärer Regierungen sind, gelingt es ihnen nicht, den freien Modus von NGO-Sprech auch nur zu simulieren. Das kriegen die gar nicht hin. Ja, das kriegen die nicht hin. Das ist so floskelhaft. Man merkt es nach wenigen Sekunden, ja. Und diese russische Gongo
ist die verrückteste Gongo, die ich überhaupt kenne. Die hat nämlich folgenden Namen. Jetzt bitte ich ganz genau zuzuhören. Imperial. Da geht's los. Imperial, typischer Gongo, NGO-Name. Imperial Orthodox Palestine Society. Ein Verein, der aus der Zarenzeit noch stammt, ja, der da jetzt bei der UNO als NGO registriert ist. So. Also diese Gongo hatte, Lavrov eingeladen und Lavrov hielt eine Rede. Ich hatte übrigens eine Einladung von der Russischen Föderation bekommen. Ich wusste nicht, ist es eine Einladung oder ist es eine Drohung? War nicht so ganz klar. Ne? We expect your constructive contribution. Da weiß man nicht genau. Also ich hab mich mal lieber rausgehalten und mich dann ins Plenum versteckt. Rückfragen waren natürlich sowieso nicht vorgesehen. Also nebulöses Raunen über Christenverfolgung. Christenverfolgung, Christenverfolgung, Christenverfolgung. Wo werden Christen verfolgt? In Syrien werden die Christen verfolgt. Warum? Regime Change. Das war so ganz vage. Also irgendwie stehen da auch die Amis dahinter. Ne? In Libyen werden die Christen verfolgt. Und in der Ukraine, das ist ein paar Jahre her, das war noch vor der Invasion. Also über Christenverfolgung da, wo bestimmte Mächte ein Machtvakuum kreieren und der islamische Staat reingeht und im Grunde das exekutiert, was die westliche Dekadenz möglich macht. Also der Westen ist dekadent, da gibt's gar keine echten Christen mehr. Russland inszeniert sich als Schutzmacht der Christenheit im Nahen Osten, übrigens mit einigem Erfolg. Das soll man gar nicht unterschätzen. Und hält die Hand drauf auf die Religionsfreiheit, wo dann übrigens der Begriff Freiheit irgendwie gar keinen Sinn mehr gibt. Ja, man hat die Hand drauf auf die Religionsfreiheit. So, das ist jetzt also in der Tat, ich würde mal sagen, eine doppelte Verdrehung. Zum einen interessiert dann hauptsächlich nur das Schicksal einer Religionsgruppe, nämlich Christen. Also Christen verfolgen, Christen verfolgen, Christen verfolgen. Es ist so eine klientelistische Engführung nach der Matrix, die Katja Voges eben vorgeführt hat. Und dann, was ich persönlich noch schlimmer finde, wird tatsächlich die Religionsfreiheit, die ein Menschenrecht ist, ein Freiheitsrecht der Menschen ist, wird herausgebrochen aus dem Sinnzusammenhang der Menschenrechte, völlig herausgebrochen und wird sogar aufgebaut zum Gegenmenschenrecht. Also wir haben sozusagen ein Menschenrecht, das der menschenrechtlichen Logik dann gar nicht mehr folgt. Die menschenrechtliche Logik ist nämlich eine freiheitliche Logik. Es geht um die Freiheit von Menschen. Das können Fromme sein und das können nicht so Fromme sein. Da können Skeptikerinnen sich äußern und ganz traditionell Fromme, Praktizierende natürlich auch. Also entscheidend ist, es werden sozusagen ganz viele Freiräume eröffnet. Davon ist dann gar nichts mehr übrig. Man baut die Religionsfreiheit in Anführungszeichen, die ja gar kein Freiheitsrecht mehr ist, zu einer Gegeninstanz, vor allem gegen Gender. Dann, ne, da haben wir es dann. Also nicht nur... Gay-Ropper. Bei manchen ist es übrigens dann das arabische Europa. Wie heißt es dann? Ne, Arab. Ne? Aber Gay-Ropper. Ne? Genau. Ach so, nein. Ja, also, für die es nicht. Ja. Nein, wenn ich es kurz mal. Deswegen, ja. Ich ganz kurz nur. Ich sitze hier auch übrigens nicht mit dem Handy, weil ich hier rumdaddel, sondern weil ich einfach Zitate raussuchen wollte. Aber ich mache es ganz kurz. Es ist kein Scherz. Also diese Putin ist ein Held in rechtskatholischen Kreisen, weil er bewundert wird für seine Haltung seinem Kampf gegen angebliche homosexuellen Propaganda. Es ist Kirill. Kirill hat behauptet, kein Witz, man kann also diesen Unsinn sich gar nicht vorstellen, behauptet, dass Russland einschreiten musste im Donbass, auch also 2014 schon, und zwar deshalb, um gegen ein Gay Europa, ist ein Wortspiel, also sozusagen so ein schwules Europa zu kämpfen, um schwulen Paraden zu verhindern, weil angeblich im Donbass sich sozusagen CSDs austoben würden. Also es ist absurd, aber das ist die Propaganda des russischen Regimes. Genau, also da wird die Religionsfreiheit wird zum Anti-Menschenrecht, zu einer Bastion des Anti-Genderismus und gegen jede Form liberaler Kulturpolitik aufgebaut. Es geht nicht nur um Genderfragen, es geht auch um Schulen manchmal, es geht auch um Meinungsfreiheit, es geht also um viele Themen. Und hier baut man eine Bastion raus. Was dabei rauskommt, ist aber eben nicht mehr Religionsfreiheit. Also neben der klientelistischen Vereinnahmung tatsächlich die Verdrehung aus dem Sinnzusammenhang der Freiheitsrechte. Und deshalb gegenhalten. Einen Satz möchte ich gerne noch sagen. Und zwar,
wenn wir jetzt kritisch nach rechts schauen, sollte man nicht vergessen, dass es natürlich auch Hausaufgaben gibt auf anderen Seiten des politischen Spektrums, auf allen Seiten des politischen Spektrums, also links und liberal und linksliberal und sozialdemokratisch, wo dann viele sich für die Religionsfreiheit vergleichsweise wenig interessieren und sie dann sozusagen als Spielmaterial für im besten Falle konservative Christdemokraten, aber eben auch mit Anschluss nach ganz rechts hin überlassen. Also sozusagen das fehlende Interesse, ich habe es auch bei der UNO erlebt, habe meine Freunde bei Amnesty und Human Rights Watch, auch die Freundinnen bei Amnesty und Human Rights Watch angefangen, warum kommt ihr nicht mal zu Veranstaltungen Religionsfreiheit? Wenig Interesse, systematisch einzusteigen. Also das ist auch ein Problem. Also wenn man das nicht will, dass die Religionsfreiheit so umgedreht und so einseitig okkupiert wird, da müssen eben viele sich tatsächlich dafür einsetzen. Es ist eben ein ganz entscheidendes Menschenrecht. Ich glaube, ohne Religionsfreiheit sind Menschenrechte insgesamt auch nicht im vollen Sinne human. Geht um diese Dimension, dass Menschen Überzeugungen haben. Und dafür braucht es die freie Luft, dafür braucht es die Religionsfreiheit. So, erstmal vielen Dank. Ja, vielen Dank, die Heine. Das ist sicher ein sehr, sehr wichtiges Plädoyer. Und ja, vielleicht auch nochmal ein Hinweis auf den Kooperationspartner Missio. Missio hatte ja durchaus schon mal eine Kooperation mit Reporter ohne Grenzen. Also da sieht man, wenn man ein bisschen kreativ denkt, ist da durchaus einiges möglich, auch aus dem klassischen Kreis hinaus sich zu bewegen. Und und wie wichtig das Thema ist, hat, glaube ich, dein Statement und auch die Einwürfe von Frau Bettnatz sehr, sehr deutlich gemacht. Also letztendlich wird Religionsfreiheit, wenn es missbraucht wird, als Kriegsbegründung, als Kriegsrechtfertigung benutzt und als Argument gegen Demokratie. Also durchaus nicht eine Nebensächlichkeit, sondern ein sehr, sehr ernstes Thema. Ja, aber jetzt erstmal darf ich unseren nächsten Gast auf dem Podium begrüßen. Ich möchte recht herzlich begrüßen Petra Pau. Petra Pau, Sie sind eine der Vizepräsidentinnen im Deutschen Bundestag. Und darüber hinaus sind Sie, das darf man auch nicht vergessen, auch noch die religionspolitische Sprecherin der Gruppe Die Linke im Bundestag. Ja, Ihre persönlichen Wurzeln, Frau Pau, liegen in der Deutschen Demokratischen Republik, in der DDR. Und auch Ihre Partei hat dort Wurzeln. Ihre Partei ist aus der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hervorgegeben, zumindest ein Strang, also der SED, der Staatspartei. Und sie trägt damit Verantwortung für ein sehr schwieriges historisches Erbe. Nicht zuletzt betrifft dieses sehr schwierige historische eben auch die Religionsfreiheit. Auch in der DDR wurde zwar von Menschenrechten gesprochen, also ein bisschen wie wir es gerade im Beispiel mit Russland schon hatten, und auch formell wurde auch in der Verfassung wurde auch Religionsfreiheit garantiert, aber in der Praxis sah das sehr anders aus. In der Praxis sahen sich religiöse Kräfte von mit massiven Repressionen gegenüber konfrontiert und insbesondere dann, wenn sie eben nicht konform zu der Linie des Regimes waren, wenn sie nicht linientreu waren und insgesamt dominierte eine religionskritische Ideologie. Ja, nun die Frage, keine leichte Frage, aber wie gehen Sie in Ihrer Partei mit diesem schwierigen Erbe um? Und vielleicht noch wichtiger für unsere weitere Diskussion, was macht in dem Sinne ein glaubwürdiges Umdenken aus, also im Bereich Religionsfreiheit. Und wie gut ist dieses Umdenken in Ihrer Partei gelungen? Wie viel Zeit haben wir denn heute? Ja, wir wollen ja noch das Publikum beteiligen. Also. Genau, also wenn Sie unzufrieden sind, wenn ich zu sehr verknappe oder zu weitschweifig werde, machen Sie das irgendwie deutlich, weil das ist jetzt ein ganzer Strauß, den Sie aufgemacht haben. Und außerdem reizt es mich auch schon, auf die Vorlagen meiner beiden Vorredner einzugehen. Und vielleicht fange ich damit auch an. Heiner Bielefeld hat ja gerade was dazu gesagt, dass es nicht nur darum geht, was weiß ich, rechts außen zu kritisieren oder solche Regime wie das von Putin zu betrachten, sondern dass wir eigentlich alle im gesamten politischen Spektrum tatsächlich diesem Menschenrecht Aufmerksamkeit schenken müssen, und das heißt aber nicht nur, es zu propagieren, sondern auch die Bedingungen zum Leben entsprechend zu gestalten, nicht zu bevormunden, nicht vorzuschreiben, wie jemand zu glauben hat, wie jemand seiner Religion nachgeht. Also es gibt natürlich ein Korsett, bestimmte Dinge sind einfach strafrechtlich bewährt
Und die lassen sich auch nicht mit Glauben, nicht mit der Bibel, nicht mit dem Koran oder mit anderem in irgendeiner Weise legitimieren. Und da gibt es auch ein Spannungsfeld, haben wir auch regelmäßig bei bestimmten Entscheidungen im Bundestag, wenn Regeln für die gesamte Gesellschaft gesetzt werden. Aber ansonsten, wenn es das Menschenrecht ist, dann ist es das für jeden. Und dann erwarte ich von Leuten, die sich links definieren, ganz egal, ob sie ihre Motivation aus dem Kapital von Karl Marx ziehen oder aber aus dem Buch damals Das Kapital vom damaligen Kardinal Marx, was mir sehr, sehr sympathisch war, Lesetipp, lässt sich, glaube ich, inzwischen auch als E-Book herunterladen, aber ich habe es immer noch gern in der Hand. Das ist mir egal, aber ich erwarte genau, dass aus dieser Motivation heraus man dann auch kompromisslos für das Menschenrecht für alle eintritt. So, und die DDR, in der DDR und insbesondere die Sozialistische Einheitspartei hat genau dieses Menschenrecht selektiv und eigentlich nur zugeteilt, soweit das in ihrem Rahmen war, erlaubt. Und es kam gegenüber Einzelnen, gegenüber auch den Religionsgemeinschaften, den Kirchen, aber ich nehme mal ein Stichwort der jungen Gemeinde oder den jungen Gemeinden. Da gab es ja regelrechte Feldzüge in den 1960er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin und darüber hinaus. Und das wirkt bis heute nach. So, jetzt mache ich einen Sprung, weil, wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht in meine 60-jährige Lebensgeschichte darstellen und die Brüche und das Nachdenken, zu dem ich zwischendurch ja dann auch gezwungen war, um auch meine Überzeugungen und die Antworten, die ich auf bestimmte Fragen gefunden hatte, zu überprüfen. Und für mich als in der DDR Getaufte und Konfirmierte und dann aus der evangelischen Kirche, aus Gründen, die heute auch nicht interessant sind, Ausgetretene, war aber 1989, 90, in dieser aufregenden Zeit, in der die Opposition regierte über den runden Tisch, die Regierung opponierte, und wir alle in irgendeiner Weise uns auseinanderzusetzen hatten mit der Praxis, mit unserem eigenen Tun, mit dem, was wir legitimiert haben, war das ungeheuer wichtig, dass beispielsweise meine damalige Partei, dann schon die PDS, mit dem Bruch mit dem Stalinismus, mit der Entschuldigung bei der Bevölkerung der DDR, aber auch der Entschuldigung und der Einleitung von Rehabilitierungsverfahren. Also hier ist alles jenseits von Strafrecht. Das ist nochmal eine extra Baustelle, kriegen wir heute hier an der Stelle nicht. Dass wir alle gezwungen waren, uns auseinanderzusetzen und auch innerhalb meiner Partei auf der Suche nach unserem Platz, erst noch in der DDR, dann auf dem Weg zur deutschen Einheit nach dem 18. März 1990, der einzigen und für mich auch überhaupt ersten freien und geheimen Wahl, dann auf dem Weg zur Einheit, uns damit auseinanderzusetzen und auch Grundsätze für die Partei zu formulieren. Seit Sommer 1990 gab es eine Arbeitsgemeinschaft Christinnen und Christen in der PDS. Und die haben auch den anderen in vielen Debatten aus ihren persönlichen Erfahrungen erstens nichts geschenkt, aber sie haben auch viele programmatische Debatten entsprechend begleitet. Und das erste Parteiprogramm der PDS, keine Angst, ich dekliniere die nicht alle durch und schon gar nicht die der Linken, war also ein ganz deutliches Bekenntnis, wir sind keine Weltanschauungspartei, sondern da sind Grundsätze formuliert, angelehnt ans Grundgesetz, an die allgemeinen Menschenrechte, an Bürgerrechte und Demokratie und wer mit welcher Motivation sich dazu bekennt. So, jetzt noch ein Sprung. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht alles darstellen. 1998 bin ich das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Seitdem bin ich ununterbrochen Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Und relativ schnell kam 1999 die nächste Novelle des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes auf die Tagesordnung. Und seitdem habe ich in diesem ganzen Kontext, das kriegen wir jetzt im Sommer gerade wieder, das Kabinett hat gerade die nächste Novelle im Kabinett behandelt, begleiten mich zwei Themen, mit denen nicht nur ich unzufrieden bin, sondern wo mir auch
sowohl die Beratungsstellen für die Opfer der SED-Politik, das geht aber natürlich auch weit über die Diskriminierung von Gläubigen hinaus, sagen, ja, das sind immer noch Baustellen, die haben wir nicht im Griff. Das eine ist tatsächlich nicht nur die Rehabilitierung, sondern vielmehr der in der DDR verfolgten Schülerinnen und Schüler. Und viele wurden auch eben verfolgt aufgrund ihres Glaubens, ihres christlichen Engagements. Es gab auch anderes, 1968 in der Auseinandersetzung mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Vertrages in die Tschechoslowakei und anderes, dass Schülerinnen und Schüler gemaßregelt wurden. Aber die jungen Gemeinden beispielsweise waren durchaus eben auch Zentren, wo nicht nur kritisches Denken und Engagement entsprechend stattfand, sondern wo vielen versagt wurde, Abitur zu machen, ein Studium aufzunehmen oder nur über Umwege das wahrzunehmen. Und ich denke, hier gibt es eine Verantwortung neben der Anerkennung dieses Unrechts, hier auch tatsächlich für verpasste Lebenschancen. Man kann es nicht nachholen, aber man kann es moralisch anerkennen, man kann in bestimmten schwierigen Situationen helfen. Und vor allen Dingen ist das für mich auch alles Mahnung, wenn es um heutige Politik geht und darum geht, wie gehen wir damit um. Und die zweite Baustelle, um die auch gleich noch zu nennen, ist das Thema Anerkennung von medizinischen Problemen bzw. Gesundheitsschäden nach in der DDR-Haft und anderes von Amts wegen. Wir haben heute in der Generation derjenigen, die jetzt zum Teil ins Rentenalter kommen und darüber hinaus ganz viele auch Probleme. Natürlich ist niemand aus Bautzen entlassen worden oder niemand, der Zwangsarbeit leisten musste. Im Übrigen oftmals leider auch in wirklich völlig unmoralischen Geschäften mit Konzernen des westlichen Auslandes, sage ich mal vorsichtig. Es war nicht bloß die Bundesrepublik. Nicht entlassen worden mit einem ärztlichen Attest, hat Zwangsarbeit geleistet und könnte diese oder jene Spätfolgen haben. Bis heute haben wir nicht die Anerkennung dieser Spätfolgen von Amts wegen. Das motiviert mich persönlich, nicht weil ich persönlich an irgendeiner dieser Verfolgungen beteiligt war, dazu war ich ein wenig jung, aber auch Verantwortung in der DDR getragen, das ist eine andere Baustelle, habe mich dazu auch schon geäußert. Aber ich sehe mich moralisch verpflichtet, zu diesen Themen entsprechend umzugehen und auch in die eigene Partei oder in die Parteien, ich habe ja jetzt schon ein paar, im Wandel erlebt, hineinzuwirken. Und das wäre jetzt, um nicht nur mit diesen schwierigen Dingen zu leben, aber vielleicht auch das nochmal zu erklären. Also Heiner Bienenfeld wollte eine Anekdote erzählen. Also den schlimmsten Briefwechsel, E-Mail-Wechsel hatte ich, Sie sehen es mir nach, in den Jahren 2005 bis 2007, als ich meine Partei anschickte, sich auf den Weg zur Partei Die Linke zu machen und ganz, ganz viele Ex-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, allen voran ein inzwischen etwas reiferer und älterer Herr, der im Saarland seinen Lebensmittelpunkt hat, die mir dann alle erklären wollten, dass diese Partei, die Linke, eine atheistische Partei werden müsste und den Kirchenkampf in irgendeiner Weise wieder aufnehmen muss. Oftmals tatsächlich ehemalige Sozialdemokraten, Leute, die überhaupt aus dem, sage ich mal, breiteren linken und teilweise auch grünen Spektrum in den westlichen Bundesländern unterwegs waren, in diese Partei hinein, wo ich immer gesagt habe, das ist ein ziemliches Missverständnis. Ich werde in keine Partei mich mehr begeben, wo jemand meint, die Wahrheit gepachtet zu haben und ganz genau zu wissen, was für alle anderen gut ist und das auf der Grundlage einer wie auch immer führenden Rolle, einer Weltanschauung oder was weiß ich. Das ist dann der Punkt, wo der Scheidepunkt ist. Und großer Sprung ins Jahr 2023. Es gab viele Probleme und wir sehen, wie manch einer, der eben nicht mehr Mitglied meiner Partei ist, im Moment drauf ist und unterwegs ist. Aber ich glaube, diese Missverständnisse sind zum großen Teil auch gerade abgewandert. Das ist vielleicht ganz gut so. Und hat die Partei Die Linke auch ein Stückchen entlastet bei allen Problemen, die wir so miteinander sonst noch haben. Also das war jetzt der Versuch des Kurzabrisses. Ja, Sie haben tatsächlich auch schon meine Rückfragen antizipiert. Also insofern vielen, vielen Dank für die Schilderungen. Ich denke, gerade auch diese Lernerfahrung mitzunehmen, wie man auch aus dem autokratischen Denken rauskommt,
ist sicher auch was, was wertvoll dann nochmal für die zweite Runde ist und wo wir in die Ideenfindung kommen. Jetzt aber zunächst, bevor wir dazu kommen, möchte ich noch unseren letzten Gast auf dem Podium begrüßen, links außen. Last but not least, Frank Schwabe. Frank Schwabe, Sie sind nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern auch Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Und Sie sind auch der erste Sozialdemokrat in diesem Amt, also durchaus auch wert, das dazu zu sagen. Ja, gut, wir haben jetzt schon einiges gehört wir wissen auch, dass jetzt bei einigen Vertretern aus den Koalitionsparteien, aus der Ampelkoalition, ja auch dieses Amt durchaus ein bisschen kritischen Augen beäugt worden ist und gar nicht so ganz die Überzeugung da war, dass es das weitergeben soll. Und das ist ja auch wieder ein bisschen spiegelbildlich für dieses Muster, was sich jetzt schon die ganze Zeit abzeichnet. Auf der einen Seite haben wir die extreme Rechte, die versucht, die Religionsfreiheit für sich zu vereinnahmen und auf eine sehr, sehr problematische Art und Weise umdeutet. Und auf der anderen Seite haben wir dann doch im demokratischen Spektrum dann so eine gewisse Tendenz hin zur Gleichgültigkeit bis hin sogar zu einem Rückzug aus dem offenen Engagement, zumindest eine zurückhaltende Haltung gegenüber dem offenen Engagement für die Religionsfreiheit. Da würde mich jetzt interessieren, wie schätzen Sie das Ganze im Bundestag ein? Wie sieht das im Bundestag, im Deutschen Bundestag aus? Vielleicht auch in der deutschen Bundesregierung und in Ihrer eigenen Partei, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Welche Erfahrungen machen Sie dort mit Blick da drauf? Und wo würden Sie sich vielleicht auch als Religionsfreiheitsbeauftragter mehr Unterstützung wünschen? Ich meine, wir können ja uns alle mal überlegen, wenn wir finden, dass das Amt wichtig ist, und wahrscheinlich finden das alle wichtig, die hier oben sitzen, wie man das dann auch entsprechend erhält. Es gibt ja auch eine Debatte darüber, dass wir zum Beispiel zu viele Beauftragte haben. Ich glaube, jetzt ist die Union hier nicht vertreten, will nicht unfair sein, aber ich glaube, das war der Herr Frey, der letztens diese Debatte nochmal angestoßen hat. Die kann man auch übrigens führen. Ich ahne aber, was dann passiert und welche Ämter als erstes weg sind, und die Frage ist ja eben, kann man das nutzen oder kann man das nicht nutzen? Und man kann es nutzen. Es macht eben Unterschied, ob wir zum Beispiel international und das Mandat oft welcher gefragt, warum äußere ich mich nicht mehr zu innenpolitischen Fragen, weil das so nicht angelegt ist, das kann man machen. Aber da gibt es andere, die sich zu religionspolitischen Fragen positionieren. Lars Castellucci, glaube ich, gut bekannt, macht das ja irgendwie für die SPD-Bundestagsfraktion. Aber es macht eben einen Unterschied, ob du international bei irgendwelchen Formaten, die es gibt, reichhaltige Formate, eben auftrittst als Botschaft mit auf der Beamtenebene oder ob du am Ende einen Beauftragten schickst, der im Grunde genommen auf der Ebene von Ministerinnen und Ministern auch international entsprechend sich artikulieren kann. Ja, ich würde genau das so sehen wie Professor Bielefeld das beschrieben hat. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie das hier gemeinsam so thematisieren. Und ich nehme das auch zur Kenntnis. Das ist, glaube ich, auch wichtig, auch für die Akteure, die im religionspolitischen Bereich unterwegs sind, zu sehen, dass Justitia et Pax und Missio genau das zum Thema machen und diese Möglichkeit, eben Religionsfreiheit populistisch im Sinne von ja Demokratiefeindlichkeit am Ende und Menschenfeindlichkeit zu missbrauchen, das finde ich gut. Und ich würde mir in der Tat sehr wünschen, dass auf der anderen Seite gestandene NGOs, über die auch Professor Bielefeld gerade geredet hat, und die wissen das auch, deswegen kann ich das auch hier sagen, wie Amnesty International, Human Rights Watch und andere, sich dem Thema auch stärker zuwenden. Die Begründung ist so ein bisschen, ja, wir müssen uns ja fokussieren und so weiter. Und das stimmt auch. Human Rights Watch hat wenig Kapazitäten, zum Beispiel in Deutschland. Das ist entsprechend leider so. Aber ich würde mir das sehr wünschen und fordere das auch immer wieder ein und mache auch immer wieder Versuche und übrigens auch Angebote. Der Bericht zum Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit, den ich politisch verantworte, aber inhaltlich zum großen Teil Professor Bielefeld mitgeprägt hat, da kommt ja das Thema der Religionsfreiheit, Spiritualität, Weltanschauungsfreiheit in Bezug auf Indigene vor und hat ein großes Kapitel und eine große Reichweite. Und das war ja genau gedacht als Angebot auch an diejenigen, die vielleicht Menschenrechtsthemen von der anderen Seite sich angucken, wo Indigenenrechte, das ist ja was,
wo auch jeder im Linken sagen, das Herz aufgeht und man sagt, wunderbar, da müssen wir uns für einsetzen. Und da aber klar zu machen, diese Frage der Auseinandersetzung rund um indigene Lebensweise, um Rechte von Indigenen, ist nicht nur eine, die man betrachten kann von der Frage der Ressourcenkonflikte. Das funktioniert bei Linken super. Da kannst du sagen, da kommt ein böser internationaler Konzern und will irgendwie Kohle in Kolumbien. Das stimmt übrigens auch, da gibt's böse Konzerne, die das tun. Oder man baut ein Staudammprojekt, irgendwelche deutschen Unternehmen oder Zementwerke in Guatemala. Da würden einem ja viele Beispiele einfallen. Und dann ist es klar, dann ist die Solidarität mit den Indigenen, die dort bedroht sind, riesengroß. Wenn man aber versucht zu erklären, dass man auch anders drauf gucken kann, dass man drauf gucken kann, weil eben bestimmte spirituelle Rechte, Vorstellungen, Indigene würden es anders sagen, aber im Grunde genommen Religions, jedenfalls parallele Vorstellungen von Kosmovision, von der Lebenswelt, der Mitwelt, dass das eine Rolle spielt, auch bei solchen Projekten, weil eben dort ja bestimmte Rituale durchgeführt werden, weil sie geistig sozusagen aufgeladene Orte sind. Das ist was, wo man, glaube ich, dann Teile eben auch der Linken in der Gesellschaft auch bekommen kann. Und übrigens ist das, glaube ich, auch was, wo zum Beispiel Kirchengemeinden gemeinsam dran arbeiten können. Das ist ja auch ganz interessant. Es gibt ja Kirchengemeinden, auch in der katholischen Kirche. Ich selber bin Protestant, da finde ich das auch. Die machen sehr viel in der Eine-Welt-Arbeit und haben eine ganz bestimmte Sichtweise, betreiben Eine-Welt-Läden in Städten und keine Ahnung was. Und dann gibt es andere, Kirchengemeinden, die sich sehr stark mit dem Thema zum Beispiel der Christenverfolgung beschäftigen. Und das ist schon so ein bisschen so ein Gegensatz. So nehme ich das oft wahr. Die einen machen das, die anderen machen das. Es gibt manche, die Familie Möllers, wenn ich mal sagen darf, hier im Saal aus Recklinghausen, die macht beides. Also insofern ist das gut. Aber ich glaube, das ist eben auch ein Angebot, zu sagen, komm, lass uns nochmal entsprechend anders drauf gucken. Und so ein Kampfbegriff auch im Genderbereich ist ja die Frage der feministischen Außen und wie die Ministerin, in deren Hause ich mein Büro haben darf, Svenja Schulze sagen würde, auch feministische Entwicklungszusammenarbeit. Und dann versuche ich immer aufzuklären, dass es natürlich um eine feministische Perspektive geht in diesem Themenfeld, aber ja nicht nur. Die Idee ist ja, dass marginalisierte Gruppen, also Leute, die bisher an politischen Prozessen in Deutschland und weltweit keine Rolle gespielt haben oder kaum eine Rolle gespielt haben, in die Lage versetzt werden, dass sie eben eine Rolle spielen können. Und deswegen geht es nicht nur um Frauen, sondern es geht zum Beispiel eben auch um Indigene und es geht auch um religiöse Gruppen, wie zum Beispiel die Ahmadiyya, die natürlich überall da, wo sie sind, an den Rand gedrängt werden, oder Jesidinnen und Jesiden. Das sind alles Themen, glaube ich, die jedenfalls auch in einem BMZ sozialdemokratisch geführt eigentlich ganz gut verstanden werden können. Und das ist jedenfalls der Versuch, den ich mache. Und Sie haben ja gesagt, ich bin der erste Sozialdemokrat. Die Wahrheit ist ja, ich bin überhaupt erst der zweite Beauftragte. Herr Grübel war der erste und das war der ausdrückliche Wunsch der Union, das entsprechend einzurichten. Und ich habe dann ja überlegt, es ist ja in der Tat nicht automatisch so gewesen, dass das Amt weitergeführt wird und dass ich das bekomme. Habe dann überlegt, was ist eigentlich mein Job, was ist das, was ich leisten kann. Und ich finde, genau das ist es, diesen Begriff der Religions- und Weltanschauungsfreiheit, beides stärker im Menschenrechtsdiskurs insgesamt zu verorten, um am Ende aber Menschen, die in Freiheit ihre Religion ausüben wollen oder eben auch nicht, entsprechend damit zu unterstützen. Und ich hoffe jedenfalls darauf und ich bin eigentlich auch ganz guter Dinge, dass das Amt auch fortgeführt wird, weil egal in welcher Konstellation ich mir das nicht vorstellen kann, dass das abgeschafft wird. Wir versuchen gerade übrigens international uns stärker aufzustellen, in internationalen Netzwerken. Wir haben ein Netzwerk, das ist ein bisschen kompliziert, das heißt IRFBA. Das ist mal gegründet worden unter Herrn Trump. Und zwar genau eigentlich, würde ich sagen, um den Begriff der Religionsfreiheit missbräuchlich zu besetzen. Weil natürlich, also wenn man so an Herrn Trump denkt, kann man sich vorstellen, was der sich unter Religionsfreiheit so vorstellt. Und eben als Kampfbegriff zu positionieren. Und seitdem er aber nicht mehr wirken konnte, und ich würde jedenfalls mal die Hoffnung äußern, dass das auch so bleibt, da, sage ich, ist es ein bisschen unser Job, da auch ein bisschen zu entgiften. Und in der Tat nicht zu sagen, wir halten uns da fern, sondern wir gehen da rein. Und deswegen hat am Ende die Bundesregierung trägt es mit, die Entscheidung getragen, dass wir seit wenigen Monaten jetzt Mitglied bei IRFBA sind und auch im
in der zweiten Hälfte dieses Jahres eine große Konferenz im BMZ entsprechend durchführen. Und ich hoffe mal, dass das dann eine nachhaltige Wirkung auch über meine Amtszeit hinaus haben wird. Ja, vielen Dank. Es zeigt sich, glaube ich, schon, dass es wichtig ist, genau dieses Amt zu haben. Und eben, weil sich auch da Impulse setzen lassen, weil tatsächlich Frauen werden oft dann vergessen in dem Themenkomplex Religionsfreiheit, obwohl sie oft besonders betroffen sind von Verletzungen der Religionsfreiheit. Und umgekehrt in der feministischen Außenpolitik werden diese religionsbetreffenden Aspekte oft vergessen. Das heißt, man findet wieder hier auch Brücken, auch wo man sie vielleicht nicht sofort vermuten würde. Und genau dieses kreative Denken, ich glaube, dafür ist es wichtig, dieses Amt zu haben. Aber vielleicht würde ich trotzdem nochmal ganz gerne dann trotzdem nochmal diese sogenannte Alternative für Deutschland ansprechen. Die stellt ja immer wieder Anträge im Bundestag, sei es mal zu verfolgten Christen, jetzt jüngst auch mal zu Antisemitismus. Da haben wir wieder genau die Muster, die wir am Anfang gehört haben. Rechtsideologische Punkte werden reingemischt. Es geht da bloß darum, sich als Verteidigerin der Religionsfreiheit zu inszenieren. Aber jetzt ist die Frage, was kommt da von den Seiten von Demokratinnen auf der Ebene des Parlaments? Ja, wäre es da nicht sinnvoll, eigene Akzente zu setzen, auch eigene Anträge zu formulieren und eben die Definition von Religionsfreiheit eben nicht der AfD zu überlassen? In der Tat, ist da noch Potenzial? Man könnte ja mal die Anträge der AfD in der Tat durchgehen, dann würde man sehen, wie das versucht wird zu instrumentalisieren. Und das sind ja Leute, die sich zum Retter des Christentums aufschwingen. Jetzt würde man sagen, das ist ja super, dass das so ist, aber die mit dem Christentum eigentlich ja gar nichts am Hut haben, aber eigentlich so tun, als wenn dem so wäre. Und es gibt, ich will immer nicht böse sein, aber es gibt einen Abgeordneten, der heißt Herr Braun. Und der zum Beispiel, da sehen Sie es, der hat einen, der ist natürlich immer die Islamisierung und was weiß ich, ist immer ein riesengroßes Thema und das, die Christenverfolgung. Es gibt nur einen einzigen Punkt, wo das manchmal anders ist, und das ist beim Thema der Uiguren, der Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang, die ja nun, da spielt die Religion weniger eine Rolle, eher die Ethnie eine Rolle, sind aber irgendwie größtenteils Muslime. Da passt es aber, die will er schützen. Warum? Weil er zu denen in der AfD gehört, die China doof finden. Also sagen, das geht ja auch quer durch. Der eine ist der Anbeter, Herr Krah und andere. Und bei Russland ist es zum Teil auch so. Da gibt es auch noch ein paar in der AfD, die komplett auf der anderen Seite sind. Also insofern ist das alles instrumentalisiert. Wir hatten letztens erst eine Debatte zum Bericht des Beauftragten zur Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Und ich darf das hier mal sagen, wir sind auch gerade dabei, einen Antrag noch zu formulieren, mir dann möglicherweise zu einer weiteren Debatte führt. Aber Sie haben schon recht. Es gibt in meiner Partei einen durchaus auch nicht unmaßgeblichen Teil, dem das Thema Religion, auch Religionsfreiheit sehr wichtig ist. Es gibt aber auch andere in der Koalition. Und es ist nicht immer ganz so leicht, dort Überzeugungsarbeit zu leisten, dass in dem ganzen Kanon der unterschiedlichen Menschenrechte jetzt wir da entsprechend diesen Schwerpunkt setzen müssen. Manchmal, das ist ja keiner dabei, der das weitersagt, manchmal ist es auch ein bisschen Eifersüchtelei. Das ist so, wie das ist mit den Ministerien. Es gibt ja die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Ganz toll, ein ganz toller Job, macht eine gute Arbeit, aber das ist im Auswärtigen Amt angesiedelt. Und da gibt es manchmal so die Haltung, ja wie, da kommt jetzt einer, was ist denn das für einer, so ein Beauftragter der unteren Kategorie, weil der sich um eins dieser Menschenrechte kümmert und der darf gar nicht so stark sein und da darf man gar nicht so sichtbar sein. Mir ist das ehrlich gesagt völlig wurscht egal und wir können noch von mir aus 12 andere Beauftragte haben, wenn es am Ende die Themen entsprechend stärkt. Manchmal, auch das sage ich hier mal so reingeflüstert, spielen wir sogar über Bande. Und ich will das mal sagen, es gibt in der Union, ne, das muss man einfach mal sagen, es ist mir auch wichtig. Es ist nicht, und da wiederum könnte mir die Ampel vielleicht dankbar sein, es ist jetzt nicht so eine Kampfdebatte die letzten 2-3 Jahre entsprechend gewesen. Das könnte man daraus machen. Aber nein, es gibt viele in der Union, da gibt es mehr Zusammenhänge und Kreise unterschiedlichster Art, mit denen ich gut im Gespräch bin. Ich versuche auch einzuladen zu einem Treffen mit religionspolitischen Sprecherinnen und Sprechern der Fraktion. Wir bereiten gerade eine gemeinsame Reise vor nach Indien und Pakistan, irgendwann im Herbst. Und das funktioniert wirklich sehr gut, weil ich merke, den Unionskolleginnen und Kollegen geht es einfach um die Sache.
und die machen nicht irgendwie so das Ampelbashing als gottlose Koalition oder keine Ahnung was. Aber man kann über die Frage, welche Bedeutung das spielt, durchaus reden. Aber ich finde, es gibt eine gute Grundlage, dass eben dann bei allen unterschiedlichen Akzenten dieses Amt bleibt. Und nochmal, ich würde mir wünschen, versuche meinen Teil dazu beizutragen, dass es eben in der Mitte des Menschenrechtsdiskurses verankert ist. Ja, vielen Dank. Damit kommen wir ja auch schon eigentlich zu unserer zweiten Runde, nämlich die Lösungsfindung. Da können wir jetzt auch schon was mitnehmen für die Diskussion. Aber wie anfangs angekündigt, liebes Publikum, möchten wir auch Sie herzlich beteiligen. Darum gebe ich auch die Frage, um die es jetzt geht, gleich mal an Sie als Publikum, nämlich die Frage, wie können wir aktiv werden? Was können Demokratinnen und Demokraten unternehmen, eben der populistischen Vereinnahmung, die wir gerade gehört haben, gegenüber der Religionsfreiheit, um der entgegenzuwirken und eben auch die Religionsfreiheit zu stärken? Und damit wir Ihre Ideen einfließen lassen können, haben wir zwei Anwälte des Publikums. Die sehen Sie hier vorne noch weiter rechts, aber zum Glück auch nicht politisch. Und die werden jetzt gleich rumgehen und Zettel austeilen und Stifte austeilen. Und wie gesagt, herzliche Einladung, wenn Sie eine Idee haben, die Sie meinen, eingeflossen werden lassen sollte, schreiben Sie sie bitte auf den Zettel. Und dann werden die Anwälte des Publikums dann auch nochmal rumgehen und dann die verschiedenen Zettel einsammeln und dann die verschiedenen, hoffentlich möglichst vielen und kreativen Ideen zu sammeln und dann eben zu clustern und mit in die Diskussion einfließen zu lassen. Aber bis dahin gebe ich die Frage schon einmal an unsere Podiumsgäste. Aus Ihren verschiedenen Erfahrungskontexten heraus, welchen erfolgversprechenden Ansätzen sind Sie bereits begegnet oder was haben Sie vielleicht auch im Kopf an neuen Ideen, die man einfach mal ausprobieren sollte? Ja, Frau. Das war nicht ganz gut eingeschränkt. Das war nicht ganz richtig. Die Anwälte haben Helfer und die Helfer, das sind... Okay, die Helfer gehen die Zettel verteilen, da wurde mir gerade gesagt. Ja, okay, da hatte ich die falsche Information. Entschuldigung. Nur, dass das richtig ankommt. Wer was möchte, kann die Zettel bekommen und einen Stift und die reicht die Fragen dann ein. Okay. Dann ist das Prozedere klar. Genau. Ja. Okay, dann erstmal die... Ladies first. Ja, ich war eben schon sprungbereit, als Herr Kollege Schwabe gefragt wurde, wie das ist, wenn da diese Fraktion da ganz rechts vor mir, wenn ich vorne sitze, bestimmte Dinge vereinnahmt und wie man damit umgeht. Ich glaube, es hilft nur eins und das müssen wir uns immer wieder klar machen, das sage ich auch immer meinen eigenen Leuten. Entweder gelten Menschenrechte für alle, dann müssen wir uns aber auch bedingungslos dafür einsetzen, dass die Freiheit aller ihren Glauben praktizieren zu können und unter den gleichen Regeln, die in der gesamten Gesellschaft natürlich gelten, auch gilt. Und dass wir nicht eine Gruppe herausnehmen oder sagen, die aber nicht und die sind's nicht. Und da müssen wir an dieser Stelle wirklich manchmal auch in die eigenen Reihen hinein kompromissloser sein. Weil so entkleidet man dann auch ziemlich schnell die unzähligen Initiativen und Anträge, die aus dieser Fraktion kommen. Weil ganz egal, ob die sich für den Tierschutz einsetzen, ob die sich um Frauen und Mädchen in irgendeiner Weise sorgen oder sonst irgendwas. Oder ich nehme mal das Thema, was uns ja nun auch übergreifend nicht erst seit dem 7. Oktober letzten Jahres beschäftigt, das Thema Antisemitismus. Wenn man dann genau hinguckt, wen meinen die, auch in ihrer Solidarisierung, dann ist relativ schnell klar, sie meinen eben nicht die Umsetzung von Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht die der Schönen und Reichen, da steht nicht der Deutschen, der Weißen, sondern die Würde des Menschen, auch nicht der Christen, steht nicht in Artikel 1. So, entweder das gilt für alle und wir versuchen das in unserem Tun auch so mitzudenken und in unseren Lösungsvorschlägen auch für neu auftretende Fragen und Probleme, oder aber wir verletzen selbst diesen Grundsatz und legitimieren das an bestimmten Stellen dann auch. Ja, ich glaube, Frau Bettnerz hat schon gezuckt. Wenn ich darf, weil mir das unter den Nägeln brennt, aber ich wollte eine Sache vorab sagen. Das war eine der ehrlichsten und schonungslosesten Selbstanalysen über die eigene Partei und ich bin total beeindruckt, dass Sie das so ausgeführt haben.
Und genau der andere Punkt ist, weil ich fürchte, das ist immer noch zu wenig bekannt. Es gibt eine Diskursverschiebung innerhalb der neuen Rechten, wie mit Religionsfreiheit umgegangen wird. Also es gibt grob gesagt innerhalb der Rechten zwei Lager. Die gibt es schon immer. Es gibt also die Leute, die wirklich massiv Stimmung gegen den Islam machen, wie Michael Stürzenberger, denn Name wird Ihnen jetzt wahrscheinlich was sagen, weil eben gerade weil man versucht hat, ihn umzubringen. Und was ich total ablehne, also dass auch wenn, ich habe auf Facebook geschrieben, dass ich seine politischen Haltungen verachte, aber ihn nicht als Mensch, das geht nicht. Also das, egal wen das trifft, es darf keine Gewalt gegen Menschen geben. Aber Herr Stürzenberger steht im Grunde für diese Scharfmacher-Fraktion, die sich letztlich, also der ist zwar kein AfD-Mitglied, aber einfach gegen den Islam polemisiert. Und es die neue Rechte, also diese Zirkel um die junge Freiheit, auch Schnellroda, vertreten das Konzept des sogenannten Ethnopluralismus. Das heißt, anders als die Nazis, die für die Herrenrasse standen, wird gesagt, alle Kulturen und Ethnien sind gleichwertig. Jetzt kommt das Aber. Sie mögen sich bitte untereinander nicht mischen. Und das sind im Grunde völkische Reinheitsvorstellungen. Das ist ganz zentral für die neue Rechte. So, und jetzt, was sich geändert hat, bisher, so kam das ja auch, und wir sind ja hier in Erfurt, Ahmadiyya, wie spricht man das aus? Ahmadiyya, genau. Herr Höcke hat doch vor ein paar Jahren hier so Stimmung gegen diese muslimische Gemeinde gemacht. Jetzt hat die AfD ihre Strategie geändert, denn sie verkörpert sich neuerdings, so ähnlich wie schon Teile der intellektuellen neuen Rechten lange, inszeniert sich jetzt im Prinzip als Hüterin der Religionsfreiheit, solange die Religionen nur an ihrem angestammten Platz bleiben. Und wer das ins Rollen gebracht hat, und das muss man wissen für den Diskurs, wenn man dagegen vorgehen will. Ich lese es Ihnen vor. K. hat auf Twitter geschrieben, ist nicht lange her, wir wenden uns gegen islamische Einwanderung, nicht gegen die islamische Welt. Relevanter Unterschied. Und der Scharfmacher Höcke, der so gegen die Ahmadiyya polemisiert hat, noch vor Jahren, tendiert auch in diese Richtung. Und jetzt kommt, das wird Sie schockieren, ich hätte das auch nicht für möglich gehalten, aber die Liebe zu autoritären Regimen in der AfD ist inzwischen so groß, dass Krah in seinem letzten Jahr erschienenen Buch Politik von Rechts geschrieben hat, auch wieder diese Inszenierung als Hüter der Religionsfreiheit in anderen Ländern, da steht wirklich, dass er, also er schreibt die Revolution 79 unter Ayatollah Khomeini, war Otun Krah der erste Rückschlag für die westliche Dominanz und zugleich das erste Erwachen eines nicht-westlichen Modells. Und wenn wir jetzt über Lösungen, deswegen war mir das wichtig zu sagen, diskutieren, müssen wir wissen, dass die ihre diskursive Strategie geändert haben. Islam, alles super, solange er nur bei sich bleibt. Ja, vielen Dank für die Klarstellung. Das ist sicher nochmal ein wichtiger Punkt. Heiner, du warst auch schon in den Startlöchern. Naja, also ich möchte vielleicht einfach mal ein Positivbeispiel bringen, was mich sehr beeindruckt hat. Passt jetzt gerade zu Ihrem allerletzten Stichpunkt, Iran. Und das werden alle im Raum wissen, dass es eine kleine Religionsgemeinschaft aus Iran gibt, die systematisch verfolgt werden, besonders systematisch verfolgt werden, nämlich die Baha'i. Und es war ein stiller Moment in der UNO, wo normalerweise alle an ihren Handys rumbuhlen, weil es so furchtbar langweilig ist, ein Moment der Aufmerksamkeit, als ausgerechnet die Vertreterin der Baha'i-Religion bei der UNO das Wort ergriff gegen Schiitenverfolgungen in Teilen der sunnitischen Welt. Also man weiß ja, Iran ist ein Gottesstaat nach schiitischer Prägung. So, und jetzt also die Repräsentantin einer Religionsgemeinschaft, die unter diesem Regime in Iran verfolgt wird, sagt, wir dürfen nicht vergessen, in Malaysia, in Indonesien, in Saudi-Arabien, in vielen sunnitisch geprägten islamischen Staaten werden Schiiten massiv unterdrückt, nimmt in letzter Zeit zu.
irre. Also das ist sozusagen das absolute Gegenbeispiel von Klientelismus. Und solche Sachen finde ich fantastisch. Ein weiteres Beispiel wäre ganz andere Konstellation. Christian Solidarity Worldwide, also wie der Name schon sagt, eine christliche Organisation, baptistisch geprägt, haben mit den britischen Humanisten, und die britischen Humanisten sind faktisch atheistisch, gemeinsam sich eingesetzt für einen atheistischen Blogger in Indonesien, der zu 3 Jahren Haft verurteilt worden ist. Und haben dann zusammengefunden. Also ganz interessante Konstellation. Was ich auch mal erlebt habe, Mormonen in den USA und Atheisten. Also inhaltlich ganz weit weg, ganz weit weg. Aber die Religionsfreiheit als Menschenrecht schafft es, hier Menschen zusammenzubringen. Weil man sagt, wir mögen uns ja über inhaltliche Fragen des Glaubens überhaupt nicht eingehen können. Aber dass es wichtig ist, dieses zu respektieren, das kann uns zusammenbringen. Und dann zwar in ganz konkretem Engagement. Also das heißt, wir müssen jetzt gar nichts Neues erfinden erst einmal, sondern raus aus den falschen Arbeitsteilungen. Das wäre also tatsächlich meine Empfehlung. Also raus aus den falschen Arbeitsteilungen, die sagen, okay, da sind jetzt die Rechten, die haben ein bestimmtes Thema besetzt, also gehen wir gar nicht mehr ran. Nein, im Gegenteil, dann erst recht ran und mit vernünftigen Konzepten ran. Und bei der Religionsfreiheit dann auch die Klarstellung, also da gibt's ja auch diese komische Vorstellung, insgesamt die Menschenrechte auf dem Erbe der Aufklärung, aber bei der Religionsfreiheit klingt es dann so, als würde es irgendwie die klerikale Mafia wieder auf den Platz bringen. Muss man sagen, nein, angemessene Aufklärung, anspruchsvolle Aufklärung ist eine Aufklärung, die die religiöse Dimension menschlicher Existenz mit einbezieht. Und deshalb gehört die Religionsfreiheit zu den Menschenrechten und umgekehrt, wenn man sich für die Religionsfreiheit einsetzt, dann glaubwürdig im Kontext auch anderer Menschenrechte. Aber das Gute ist, das müssen wir nicht postulieren, wir können beobachten, dass es eben viele Leute gibt, die das auch machen. Und denen Aufmerksamkeit zu widmen, ist, glaube ich, ein guter Weg. Ja, danke dir, Heiner, um diese Brücken herauszuarbeiten. Das ist natürlich ein spannender Punkt. Frank Schwabe, möchten Sie? Überleg gerade, Herr Bielefeld hat ja schon vorhin was zu Aserbaidschan gesagt und Frau Bettner, Sie haben was gesagt über Herrn Krah und das will ich nochmal bestätigen. Es gibt die Liebe zu autoritären Regimen ist größer als sozusagen die Distanz vielleicht zu auch manchen auch religiösen Dingen, die vielleicht man der AfD nicht unterstellen wollte. Und es ist übrigens genau bei Aserbaidschan so, das ist nun kein Gottesstaat, so, aber es ist ein muslimischer Staat mit einer klaren, nicht nur muslimischen Mehrheit, sondern im Grunde genommen muslimisch geprägt, eher liberal interessanterweise im Vergleich zu anderen Staaten. Und ich finde das hochgradig interessant, wie sehr zum Beispiel die AfD sich auch an einen, ich finde jedenfalls Diktator wie Herrn Aliyev heranwanzt. Und es gibt interessanteste Konstellationen, ich erlebe das ja beim Europarat, wo eben autoritäre Regime wunderbar miteinander können. Es gibt bestimmte Ebenen, auf denen man sich dann auf dieser religiösen Debatte und dieser kritischen Debatte begegnet, also Christentum gegen Islam und andersrum, das gibt es. Aber an anderen Stellen hindert sie das überhaupt nicht daran, wunderbar daran gemeinsam zusammenarbeiten gegen die liberale oder die aufgeklärte Demokratie. Und da würde ich auch am Ende sagen, am Ende merkt man, es geht gar nicht so sehr um religiöse Grundüberzeugung. Es geht eigentlich darum, das Land sozusagen unter Kontrolle zu halten, die Menschen unter Kontrolle zu halten. Und da ist am Ende eigentlich alles recht und dann interessiert es überhaupt nicht. Und deswegen ist es, wenn es um die Frage von Religionsfreiheitsdebatten geht, eher eine Instrumentalisierung, als dass es auch nur im Sinne der eigenen Religion irgendwie ernst gemeint wäre. Also ich meine, Orban steht ja für das christliche Abendland. Ja? Aber das Christliche ist da allenfalls ein Adjektiv. Also das Land, das Territoriale mit Stacheldraht bewacht, ist offenbar sehr viel wichtiger als irgendwelche Inhalte, irgendwelche Werte. Also wenn dann Menschen, Geflüchtete, vielleicht auch christlichen Glauben haben, ändert es nichts daran, dass die an den Stacheldrahtzäunen hängen bleiben. Also da kommt übrigens auch so ein Hauch von
cuius regio, eius religio ist so eine Formel, die ja mal vor 500 Jahren geprägt worden ist, wo das Territorium prägend ist. Also Religion wird als Marker für territoriale Integrität benutzt und also verliert auf diese Weise natürlich jedwede Substanz. Also muss man aufpassen, dass man diesen Glaubensschützern ihre Rolle auch nicht einfach zuerkennt. Darf ich auch eine kurze Sache ergänzen, weil mich das Thema umtreibt, Aserbaidschan. Ich war in Georgien im Winter, mein Tuch ist aus Georgien, also mich beschäftigt der Kaukasus. Und das ist doch das gewesen, also für die, die es vielleicht auch nicht wissen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und das ist dann ganz lustig. Es hilft ja auch manchmal, sich über diese Leute lustig zu machen, weil sie sich im Grunde selber schaden. Soweit ich weiß, die AfD hat sich dafür eingesetzt, dass Neukaledonien im Prinzip, also im Südpazifik, sich mehr oder weniger von Frankreich emanzipiert. Das rief zu Recht oder verständlicherweise den Zorn von aus Frankreich, von Macron, aber eben auch von Le Pen hervor. Also das heißt, dass sozusagen die AfD sich mit so Aktionen selbst. Es gab ja nun mehrere Gründe, warum Le Pen letztlich gesagt hat, dass sie mit der AfD nicht mehr in dieser Fraktionsgemeinschaft bilden will. Aber soweit ich weiß, war diese Neukaledonien-Sache auch relevant. Und das war ja eine Anbieterei an Aliyev. Man kann sich das nicht ausdenken. Aliyev hat, also der sozusagen der Diktator von Aserbaidschan, ist gar nicht so lange her, hat sogar eine Konferenz veranstaltet mit diversen polynesischen Staaten, um da sogenannte Rebellen zu unterstützen. Also das heißt, Aserbaidschan macht so ein bisschen das, was Putin auch macht und versucht im Prinzip Leute aufzuwiegeln, warum auch immer ausgerechnet da. Aber so hat eben die AfD sich dann selbst geschadet. Die Autoritären machen sich natürlich selbst kaputt, ne? Und Diktatoren, ich meine, Diktatoren können mit Diktatoren nicht vertrauensvoll zusammenarbeiten, weil Diktatoren wissen, dass Diktatoren lügen, ne? Also Demokraten lügen auch, aber da fällt's anders auf. Bei kritischer Presse, wo man auch Rückfragen stellen kann, fällt's anders auf. Da haben die Lügen kurze Beine. Anderswo halten sich die Propagandakulisse. Irgendwann reißt sie dann, ne? Aber da kann eine vertrauensvolle Kooperation mit dieser autoritären Mentalität doch gar nicht entstehen. Was gut ist. Ich werfe jetzt trotzdem schon mal den Blick rüber zu den Anwälten des Publikums, weil es sind anscheinend viele spannende Ideen eingegangen. Genau, also es sind erstmal vielen Dank an das Publikum für ihre Fragen. Es sind auf der einen Seite Ideen eingegangen, aber ich würde sagen viel mehr noch mal Fragen auch in die Runde, die ich auch gerne mal stellen wollen würde. Ich fange mal an mit zwei Bereichen. Das eine ist die Frage, ob ein Nährboden des Populismus sind die Lücken, die Demokraten lassen. Diese Lücken sind zu füllen. Und dann schließt sich die Frage da an, ob man beispielsweise der Politikern und Politikerinnen der AfD nicht zu Themen Stellung nehmen lassen sollte, um ihre Ideologie zu widerlegen. Und hier ist das Beispiel Thüringen-Fernsehduell aufgeführt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Bereich ist nochmal die Frage, Religionsfreiheit wird auf der einen Seite etwas stiefmütterlich behandelt. Das heißt, es gibt dieses Missverständnis, es gibt Menschenrechte und daneben gibt es irgendwie noch Religionsfreiheit, was da mitschwimmt. Und dann gibt es aber auch die These zur Religionsfreiheit, dass die Religionsfreiheit so etwas wie die Gretchenfrage der Freiheitsrechte ist. Wie stehen Sie zu dieser These? Ja, das zum Bundestag sagen, vielleicht ist es für mich einfacher als für die Vizepräsidentin, die da oben sitzt und das natürlich, also ich meine, auch übrigens manchmal schlimmsten und unflätigsten Angriffen ausgesetzt ist, wo man sich nur schämen kann für den ganzen Bundestag dann in dem Fall. Aber der Witz ist ja, du kannst ja im Bundestag das sehen. Und ich mache mir manchmal, ich gehöre zu denen, wenn dann am Ende, was weiß ich, bei so einem AfD-Clip bei YouTube steht 375.000, wer guckt es jetzt eigentlich an? Einer davon bin manchmal ich, weil ich das einfach sehen will, weil ich diesen Unterschied sehen will, der Wirkung bei YouTube und dem, was wir im Bundestag erleben. Nun kann man eh über Bundestagsdebatten streiten und wie sehr wir diskursiv aufeinander eingehen oder nicht, aber die AfD will ja überhaupt gar nicht reden. Es ist ja keine Diskussion mit uns, sondern es wirkt manchmal total absurd. Die reden im Bundestag ja über Themen,
wo es dann so auf der Kante ist, weil man muss ja eigentlich zum Sachthema reden, aber sie finden immer die Kurve über irgendwelche, was weiß ich, islamistischen, keine Ahnung was, egal bei welchem Thema. Das heißt, im Grunde genommen kann man mit der AfD eigentlich keinen vernünftigen Diskurs führen, sondern man gibt ihr einen Raum, die Möglichkeit, am Ende den Unfug, egal welchen Unfug, zu verbreiten und zu veröffentlichen. Nun haben sie das Recht, im Deutschen Bundestag diesen Unfug zu verbreiten, weil sie gewählt sind und da ihre Redeanteile haben. Aber man muss eben an anderen Stellen ihnen nicht noch die Bühne bieten, weil der Diskurs, wie gesagt, im Grunde genommen, der ja gerade auch so gelobt wurde, hier einzugehen, auch kritisch auf Dinge, die einen selbst betreffen und den eigenen Laden betreffen, weil das mit denen eigentlich wirklich leider nicht funktioniert. Das wollte ich nur, weil so ein bisschen war ja die Frage, muss man die nicht dabei haben, um dann auch dieses und jenes tun zu können. Meine Erfahrung ist, du kannst tun und lassen, was du willst. Es ist darauf ausgerichtet, eigentlich eine Botschaft loszuwerden und hat sozusagen mit der Diskussion und mit einem Diskurs, mit einer diskursiven Auseinandersetzung eigentlich nichts zu tun. Ja, Frau Pau. Nur ergänzend zum Wirken im Parlament. Ist nicht bloß der Bundestag, aber das werde ich nie vergessen. Januar 2018, Sie wissen, diese Partei hat es 2017 das erste Mal in den Bundestag geschafft, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Die sind demokratisch gewählt. Das sagt aber noch nichts darüber aus, inwieweit diese dort gewählten Abgeordneten Demokratinnen und Demokraten sind, beziehungsweise was sie mit dem Handwerkszeug, was ihnen durch diese Wahl in die Hand gegeben wird, eben auch die Institutionen von innen heraus bekämpfen. Aber Januar 2018, ich werde es nie vergessen. Ich hatte irgendwie Spätschicht in der Plenumsleitung und hörte aus mehreren Fraktionen, dass man darüber verhandelt, nach 1 Uhr nachts, nächster Tag, bestimmte Reden zu Protokoll zu nehmen, die in erster Lesung, also zu Themen, die in erster Lesung verhandelt werden. Und die Redelisten füllten sich mit den Mitteilungen, welche Fraktionen was wie zu Protokoll gibt, aber sonst tat sich einfach nichts aus der AfD-Fraktion. Dann habe ich mir den parlamentarischen Geschäftsführer nach vorne gebeten, habe gesagt, ich höre, zwischen den Fraktionen wird verhandelt, ab Tagesordnungspunkt X Reden zu Protokoll zu nehmen. Da wurde der ganz blass, das werde ich nie vergessen, und sagte zu mir, das geht nicht, das ist gegen unser Geschäftsmodell. Dann guckte ich ihn an und sagte, wie bitte, können Sie mir das mal kurz erklären? Ich brauche das Video. Ich meine, inzwischen wissen wir alle, was das heißt. Sie reden tatsächlich für dieses Video oder diese Sequenz, die dann auch unkommentiert und nicht konfrontiert mit den Argumenten oder Ausgangsanträgen der anderen Fraktionen weiter versendet wird und dann in der Blase sich entsprechend auflädt. Da sage ich dann immer, da wird der rhetorische Brandsatz gelegt, dann in der Hoffnung, dass außerhalb des Plenums ihn jemand aufnimmt und das Ganze umsetzt. Das wollte ich nur ergänzen. Zum Umgang damit, man muss es wissen. Das ändert nichts daran, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen und eben auch das, was da passiert, entkleiden müssen, erklären müssen, wer wie gemeint ist und gleichzeitig die Kraft haben müssen, ich sag's mal wieder aus meiner Warte, wenn der CSU-Kollege nach dem Beitrag aus dieser Fraktion das Richtige und Notwendige gesagt hat, dann müssen wir es auch alle mal aushalten und sollten uns dann mal darauf konzentrieren, unsere eigenen Antworten, die hoffentlich Mut machen oder anregen, mit in die Debatte zu werfen, damit wenigstens diejenigen, die nicht auf das Video warten, wenigstens auch noch erfahren, was wir sonst noch zu bieten haben und vielleicht auch Lust bekommen, uns darin zu bestärken. Frau Bettnerz. Also ich würde Ihnen fundamental widersprechen, was die Aufforderung sozusagen bietet, denen keine Bühne. Die haben ihre Bühne. Also Sie haben es ja beide erklärt, die sind bei TikTok in den sozialen Medien. Keine Partei ist auch nur ansatzweise so erfolgreich. Und das Gedankengut, wir sind hier in Thüringen, ist ja in den Köpfen. So, das heißt, zu glauben, das ist so Magical Thinking, das wird sich alles von selber erledigen. Es erledigt sich im Moment dadurch, dass K. und Büstron diesen unseriösen Eindruck abgeben. Man wird es... Es wird nicht die Ruckrede geben, es wird nicht das Buch geben, es wird nicht die eine Lösung geben, die sozusagen die Leute deradikalisiert. Das ist so bitter, das klingt, mühevolle Kleinarbeit im direkten Gespräch. So, und es kann, und das Höcke hat dieses Interview mit Vogt wirklich geschadet, auch unter seinen Anhängern. Das ich kriege das ja mit und man kann es auch lesen, das kriegen ja auch andere Journalisten mit. Dieses Weinerliche,
das ist nicht gut angekommen. Und im Moment gilt eigentlich eher als ausgeschlossen, dass er in den Bundesvorstand kommt und dass er dann da steht und allen Ernstes so tut, als hätte er sein wüsste nicht mehr, was in seinem eigenen Buch steht. So, das ist nicht so gut angekommen. Das Rumjammern und Wehklagen vor Gericht ist auch nicht so gut angekommen in der rechten Szene. Er ist ja nun verurteilt, erstinstanzlich zumindest, geht in Revision, aber dass er sich dann inszeniert hat, auch vor dem Richter gesagt hat, ich bin doch auch nur ein Mensch und was weiß ich. Also jedenfalls, deshalb, also wenn man das klug anstellt und ehrlich gesagt, wenn ich wirklich ehrlich bin, ich dachte nicht, dass Mario Vogt ich war skeptisch, sagen wir es so. Aber es ist erstaunlich gut gelaufen. Es funktioniert aber nur in diesen 1:1 Formaten. Es funktioniert bei Lanz, der auch schon AfD-Politiker gegrillt hat, wo nicht, und da bin ich bei Ihnen. Es funktioniert nicht zum Beispiel bei Illner oder da, wo der Redeanteil, weil man ein größeres Podium hat, so wie wir jetzt auch, wo es diese 1:1 Konfrontation nicht gibt, wo man nicht nachhaken kann. Dann funktioniert es nicht. Aber zu glauben, dass es sich von selbst erledigt und man es nicht, diese Leute nicht öffentlich hart konfrontiert, halte ich persönlich einen Fehler. Kann man anders sehen, aber. Ja, also komm, aber wir hatten den zweiten Teil der Fragen eigentlich noch gar nicht beantwortet, Heine, aber vielleicht kannst du den zweiten Teil der Fragen noch beantworten, weil da bist du. Mit der Gretchenfrage. Ja, natürlich ist die Religionsfreiheit die Gretchenfrage der Menschenrechte, aber die Meinungsfreiheit ist auch die Gretchenfrage der Menschenrechte. Der Zugang zu Rechtsmitteln ist die Gretchenfrage der Menschenrechte. Das Recht auf Asyl ist die Gretchenfrage der Menschenrechte. Also bei den Menschenrechten ist es so, wenn man eins rausnimmt, bricht das Ganze zusammen. Also man stelle sich mal vor, ganz viele Menschenrechte, aber keine Meinungsfreiheit. Also wenn man Menschenrechte nicht in der Öffentlichkeit auch einfordern kann, sind es nur noch Gnadenakte, die man dann von oben erwarten könnte. Also keine Menschenrechte mehr. Ohne Meinungsfreiheit verschwinden die alle. Wenn es keine Möglichkeit gibt, sich vor Gericht zu wehren, verschwinden die Menschenrechte alle. Und genauso würde ich eben sagen, die Religionsfreiheit, wenn man diese Dimension nicht ernst nimmt, Menschen sind Wesen mit Überzeugungen, die jedenfalls Überzeugungen ausbilden und ihr Leben danach orientieren können, dann verspielt man eigentlich den vollen humanen Sinn der Menschenrechte. Also insofern, ja, auch die Religionsfreiheit ist die Gretchenfrage der Menschenrechte, aber es gibt in der Tat mehrere Gretchenfragen. Einen kleinen Zusatz, ein Mini-Zusatz. Ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich hatte mal die Idee, dass wir diese ganzen Freiheitsatlanten, die es gibt, zu diversen Freiheiten mal übereinanderlegen. Ich weiß nicht, ob man das machen darf, weil es ja irgendwie alles, also vielleicht kann ich ja von Missio schon mal die Zusicherung bekommen. Und weil ich habe letztens nämlich diese Karte, Wolfram Stierle, wir arbeiten gerade daran, zum Thema Weltanschauungsfreiheit mal etwas zu produzieren. Und da ist mir doch diese Karte zum Thema Weltanschauungsfreiheit von Humanisten in die Hand und dann habe ich mir die Länder angeguckt, wo es rot ist, tiefrot. Und es sind natürlich dieselben Länder, wo das Thema Religionsfreiheit bei Missio und anderswo tiefrot ist. Und wenn ich mir in der LGBTIQ-Community so eine Landkarte nehme, dann kommt dasselbe raus. Und wenn ich Meinungsfreiheit lege, kommt dasselbe raus. Und das mal wirklich übereinander zu legen, damit man einfach mal begreiflich macht, allen Akteuren, den einen wie den anderen, dass das eben ganz eng miteinander zusammenhängt und dass die einen eben nicht glauben müssten, das wäre das eine Recht, was wir rausheben über die anderen und die anderen nicht meinen müssten, es ist ein minderes Recht, wo man nicht so genau hingucken muss. Das weiß nicht, ob uns das irgendwie gelingt. Farblich wird das, glaube ich, gehen, aber man müsste mal ein paar Leute fragen, ob die da. Aber ich glaube, das wäre mal so ein Aha-Effekt, um zu verstehen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Muss man nur sagen, also weil bei einem Sozialdemokraten tiefrot meistens irgendwie positiv klingt, ist ja nicht so gemeint, ne? In diesem Fall, ich blick noch mal ganz kurz zu den Anwälten des Publikums rein, aber gibt es noch Ideen? Weil ich glaube, für Fragen, genau. Wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit, aber vielleicht, wenn es noch Ideen gibt oder Kommentare, können wir die noch kurz aufnehmen. Genau, es gab ein paar Ideen und zwar ging es wirklich darum, das war jetzt ja schon auch die Rede davon, die Benachteiligung religiöser Minderheiten abzubauen. Und da geht's. Ein Beispiel war dann halt Ablösung Staatskirchenleistung, Körperschaftsrecht, Privilegien,
rechtliche Grundlagen schaffen für Gleichbehandlung. Also das waren Beispiele, aber auch die Frage, wie realistisch sind die Maßnahmen oder welche davon sind realistisch. Eine weitere Idee war, sich an den Lebensweltrealitäten der Menschen orientieren und die auch sichtbar machen. Und es wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass es den etablierten Parteien, so heißt es, gut tut, nochmal auf den eigenen Sprachgebrauch zu achten. Also Beispiel war jetzt hier Herdprämie, inwieweit man dann halt populistisch da plötzlich Sachen mitsetzt. Anderes Beispiel war Ungleichbehandlung in Bayern mit dem Kopftuchverbot und gleichzeitig aber quasi das Kreuz nochmal juristisch dann als traditionell in den Amtsstuben mit zu verorten. Genau. Da ist eine große Menge dabei. Ich glaube, da könnten wir noch Stunden drüber diskutieren. Die Zeit haben wir heute leider nicht. Und wir wollen jetzt auch nicht die Helfenden vor ihren wohlverdienten Feierabend abhalten. Und dementsprechend würde ich jetzt ganz gerne die Schlussrunde einleiten. Nur mal ganz kurz an alle Podiumsgäste in ein, zwei Sätzen. Was ist ein Punkt, den Sie von heute mitnehmen und den Sie vielleicht auch dann in Ihrem jeweiligen Arbeitskontext dann auch umsetzen wollen? Ja, gehen wir diesmal umgekehrt bei Frank Schwabe. Nein, ich nehme einfach mit, nochmal die Motivation zu schauen, wie wir dieses Menschenrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit stärker im allgemeinen Menschenrechtsdiskurs verankern, weil ich wirklich glaube, das ist am Ende die beste Gewähr, dass andere nicht sagen, so wir sind es jetzt, die es eigentlich gar nicht sind. Danke, Frau Pau. Ja, ich habe ja vorhin schon ein Plädoyer gehalten dafür, dass wir das wirklich als universelle Rechte sehen und dass wir auch keins suspendieren. Das Beispiel mit dem Übereinanderlegen der Atlanten bringt das eigentlich auch nochmal ganz deutlich. Aber ich bin aufmerksam geworden über die Lösungsvorschläge. Vielleicht, ich meine, wir sind hier auf dem Katholikentag. Ich habe jetzt der katholischen Kirche nicht unbedingt was in den Blog zu diktieren, aber ich glaube schon, dass neben der Glaubwürdigkeit, dass man das lebt, es auch notwendig ist, Glaubwürdigkeit der religiösen Institutionen und da, wo notwendig, auch Aufklärung zu bestimmten Dingen, ich muss das, glaube ich, jetzt hier nicht weiter aufhören, glaubhaft voranzutreiben, um auch in der Gesellschaft, und zwar über die ganze Breite, ganz egal, wer meint, an wen zu glauben, diese Glaubhaftigkeit auch auszustrahlen und damit auch, was das Thema Religionsfreiheit und Achtung vor dem anderen, noch einen Beitrag zu leisten. Danke dafür. Heiner. Ja, also die Religionsfreiheit, die ja auch übrigens die Weltanschauungsfreiheit ist, ist das beste Angebot, das wir haben in Politik und Recht, Pluralismus so zu organisieren, dass Atemluft für alle da ist. Das ist auch der Sinn der Menschenrechte im Allgemeinen. Aber ohne Religionsfreiheit können die Menschenrechte auch ihr Potenzial gar nicht entfalten. Also von daher lohnt es sich, dafür einzutreten. Und ich freue mich darüber, dass uns das Thema lagerübergreifend wichtig ist. Und dass, weil Sie gerade Pluralismus sagten, dass wir hier tatsächlich pluralistisch, also wir sind ja politisch eher ein bisschen entfernt, aber dass Sie auch zugleich gesagt haben, dass Sie auch gut zusammenarbeiten mit anderen Lagern. Und das ist, glaube ich, das, was uns alle fundamental unterscheidet von Rechtsradikalen, dass wir untereinander uns nicht als Feinde ansehen. Und wenn wir mit dieser Haltung das Thema Religionsfreiheit angehen, glaube ich, kann das nur Gutes bewirken. Ja, vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir auch schon ein ganz gutes Schlussplädoyer, was wir mitnehmen können. Insofern bleibt mir nur herzlichen Dank zu sagen. Herzlichen Dank an Sie, liebes Publikum, auch für Ihre Ideen, die Sie mit eingebracht haben. Herzlichen Dank natürlich besonders auch an unsere Podiumsgäste, an alle vier. Herzlichen Dank auch an die Anwälte des Publikums. Vielen Dank auch an die Helfenden und an die Organisation vom Katholikentag. Ja, und wir stehen natürlich bloß am Beginn einer Reise, da bleibt noch viel zu tun und wir laden Sie auch herzlich ein, wenn Sie Ideen haben, sie auch weiter an uns zu schicken, sowohl bei Missio als auch bei Justiz et Pax. Und falls Sie noch ein bisschen
Denkfutter brauchen und weiter in die Materie einsteigen wollen. Wir haben ja wie am Anfang angekündigt auch ein Buch veröffentlicht, Religious Freedom and Populism. Das Buch können Sie auf der Verlagswebseite des E-Book kostenlos herunterladen. Das ist, haben wir extra geschaut, dass es Open Access ist, gerne auch weitergeben. Ansonsten finden Sie auch auf den Webseiten von Missio und Justiz et Pax diverse Materialien zum Thema Religionsfreiheit. Auch auf den YouTube-Kanälen gibt es Diskussionsveranstaltungen, die Sie nachhören können. Und ja, herzliche Einladung, dran zu bleiben. Und wir brauchen das Engagement von allen Demokratinnen und Demokratinnen. Und wir müssen da wirklich aus der Defensive in die Offensive kommen. Ansonsten gewinnt man nicht nur im Fußball kein Spiel, sondern auch in der Demokratie. Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.